schönen guten Tag, meine Freunde. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich weiß, es ist jetzt mittlerweile schon mehr als einen Monat her, seitdem das letzte Video rausgebracht wurde. Und jetzt fühle ich mich gerade bereit, euch davon zu berichten, was einige schon in der Kommentarsektion gelesen haben. Nämlich, dass ich aufgrund der Umstände, aufgrund der Tatsache, dass man mich nicht umstellen wollte auf ein anderes Benzodiazepin, quasi dann keine andere Wahl mehr hatte, als in eine Entzugsklinik zu gehen, weil Bromazepam ja auch aktuell sehr, sehr schwer zu bekommen ist. Ne? Und wie gesagt, wenn du 4 Jahre auf dem Benzo bist, aufgrund deiner Angststörung und Panikstörung, da musst du halt, wenn du nicht umgestellt wirst, in die Entzugsklinik. Ne? So einfach ist das, weil um den Entzug langwierig zu Hause zu machen, was ich jedem empfehlen würde im Übrigen, das ist die Kernmessage dieses Videos, ja. Macht den Entzug bitte über längere Zeit zu Hause und niemals, niemals in einer Klinik, ja. Warum, werde ich euch in diesem ersten Teil von 2 Videos auf jeden Fall erklären. Dann hast du keine andere Möglichkeit mehr, ne. Da musst du es machen, weil bis dahin, bis du letztendlich weg bist von dem Medikament, reicht wahrscheinlich deine Packung nicht mehr aus, es sei denn, du hast gehamstert oder so. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Ich wurde halt eben nicht umgestellt auf Diazepam, sprich also Valium oder irgendein anderes Benzo. Und dann hieß es, okay, ab in die Entzugsklinik. Ja, gut. Ich werde natürlich auch nicht sagen, wo ich war. Ne? Und alle Namen, die ich nenne, sind natürlich geänderte Namen. Aber nur um euch einmal letztendlich einen Einblick zu verschaffen, ob das tatsächlich etwas ist, was ihr machen wollt. Weil ich persönlich würde jedem davon abraten, den Entzug in einer Klinik zu machen, nach dem, was ich dort erlebt habe. Und ich würde jedem dringendst empfehlen, dass der Microtapering betreibt, also sprich wirklich ganz, ganz langsam ausschleicht. Gerade wenn du schon plus ein Jahr dabei bist. Ja, gerade dann. Gut. Ja, fangen wir einfach mal an. Worauf musst du dich eigentlich einstellen? Nun, das Erste, was natürlich vollkommen klar ist, du hast nicht die Möglichkeit, deine Medikamente irgendwie, sag ich mal, weiterhin zu nehmen. Sondern wenn du Medikamente mitnehmen solltest, werden sie dir weggenommen. Ist ja irgendwie logisch und klar. Dann musst du darauf achten, dass es schon ab dem ersten Tag zu Entzugserscheinungen kommen kann, weil du höchstwahrscheinlich auf ein langkettiges Benzo umgestellt wirst. Das heißt, selbst wenn du, sag ich mal, so wie ich bei Bromazepam 4 Jahre geblieben bist, was eine Halbwertszeit je nach Körpertypus von 18 bis 24 Stunden hat, musst du damit klarkommen, dass du im besten Fall auf Diazepam umgestellt wirst, dann hast du wirklich Glück, dann sind es nur 30 Stunden Halbwertszeit, oder aber wie bei mir auf Clonazepam, sprich also auf Rivotril, und dann sind es 50 Stunden Halbwertszeit. Das heißt, dementsprechend langsam geht auch das Benzo in deinen Körper rein. Das heißt, da wirst du schon mal getestet im Prinzip am ersten Tag, ob du eine Cross-Toleranz hast. Also sprich, ob du wirklich körperlich es aushältst, ein Benzo zu nehmen, was auf der einen Seite extrem langsam in deinen Körper reingeht, aber auch dementsprechend langsam rausgeht. Ja, du wirst zum Beispiel feststellen, das ist mir passiert, dass ich das festgestellt habe, dass es mir akut so gut wie nichts gebracht hat, ich aber am nächsten Tag irgendwie noch müde gewesen bin. Ne? Und das ist wegen dieser extrem langen Halbwertszeit der Fall. Und Clonazepam, Leute, ja, ist auf der einen Seite natürlich sehr stark, wenn du bedenkst, wie lange es drin bleibt, aber dementsprechend schwach ist es von seiner Wirkung. Also das ist gar nichts. Das ist Babyessen, Babyfood. Wenn du von Bromazepam oder von Alprazolam kommst oder auch von Lorazepam, also sprich Tafil oder Xanax, wenn du es von Pfizer bekommst, und oder auch Tavor halt, wie gesagt, das ist wirklich gar nichts. Und das ist schon wirklich brachial hart, ja. Diese ersten 2, 3 Tage, wo du quasi auf ein Benzo umgestellt wirst, was nur halb so schnell letztlich in deinen Körper reingeht wie das Bromazepam, was du vorher gewohnt warst. Das ist schon mal eine Umstellung an sich, ne? Und der zweite Punkt,
den ihr wirklich beachten müsst, ist, ihr müsst euch psychisch irgendwie darauf vorbereiten, dass ihr sehr, sehr schnell abdosiert werdet. Und das ist wirklich extremst brutal. Das kann ich keinem empfehlen. Bei mir wurden tatsächlich zweimal in der Woche die Dosis reduziert. Ja, also zweimal die Woche wurde die Dosis reduziert und du hast es extrem gemerkt. Und das Krasse war einfach, dass man sogar ein Viertel Milligramm einfach mal übersprungen hat. Ich sollte von 1,25 eigentlich auf 1 Milligramm runter pro Tag. Und dann sind sie sofort auf 0,75 Milligramm gegangen. Und ich kann euch sagen, die 3-4 Tage, ne, weil man diesen Viertel Milligramm Schritt von diesem schwachen Benzo sowieso übersprungen hat, ja, habe ich sofort gemerkt. Ich hatte extremste, aber wirklich extremste Nervenschmerzen. Ich bin rot angelaufen wie eine Tomate. Es war absolut die Hölle, ja. Man hat mich tatsächlich, das müsst ihr euch vorstellen, ich war jetzt ungefähr 5 Wochen in der Klinik, ja, 5 Wochen und einen Tag. Ja, innerhalb von 4 Wochen hat man mich auf Null gebracht. Innerhalb von 4 Wochen bei einem Konsumenten, der 4 Jahre konsumiert hat. Und ich habe denen gesagt, Leute, bisschen langsamer. Ich habe es 4 Jahre genommen, nicht 4 Wochen oder 2-3 Monate. Ja, langsamer geht's nicht mehr und langsamer geht's immer. Ja, die wollen halt einfach nicht langsam, damit wieder schnell Platz wird für andere Leute. Aber das geht absolut auf deine Kosten. Also dein Nervenkostüm ist total angegriffen, total. Also ganz, ganz heftige Situation. Und zu den Umständen komme ich gleich noch. Das wie gesagt dazu, ja. Also bereitet euch körperlich und geistig darauf vor, dass ihr Schmerzen haben werdet, ja, und zwar nicht gerade knapp. Und gerade wenn ihr, wie gesagt, von was Stärkerem kommt als Clonazepam, und ich habe hier mal extra die Liste ausgedrückt, damit ihr mal vergleichen könnt. Also Clonazepam ist hier, ihr seht, im angstlösenden Bereich, das ist das Rote hier, so ziemlich das Schwächste. Also Tetrazepam ist noch ein bisschen schwächer, aber ansonsten ist Clonazepam im angstlösenden Bereich das Schwächste und Bromazepam ist nach Alprazolam das Stärkste im angstlösenden Bereich und auch im sedativen Bereich. Dafür bist du hier beim Clonazepam im antikonvulsiven, antiepileptischen Bereich besser aufgestellt. Aber das ist ja nicht mein Problem. Ja, das war ja nie mein Problem, sondern bei mir ging es um Beruhigung und um Angst vor allen Dingen, ja. Und gerade wenn du als Angstpatient auf einem Benzo bist und du siehst die Umstände dort, unter denen der Entzug bei dir gemacht wird, das ist absolut nicht förderlich für deine Angsterkrankung, ganz im Gegenteil, ja. Du wirst Ängste zusätzlich noch bekommen, einfach weil du in einem, wie soll ich sagen, Klima bist sozusagen, was dich im Prinzip nicht wirklich beachtet. Wie kann ich euch das erklären? Also ich sage euch von vornherein, ich weiß, ich komme immer so auf andere Punkte, aber es ist ganz wichtig, dass ich euch das sage. Wenn ich nicht beim Bund gewesen wäre, ja, ganz ehrlich, und ich hätte dort so viel Mist erlebt, wäre ich dort verrückt geworden. Ja, auf jeden Fall. Weil wenn du sowieso Angstpatient bist und du hast mit deinen Ängsten zu kämpfen und du wirst kontinuierlich 2-mal die Woche abdosiert, dann kannst du es nicht gebrauchen, dass du auf der einen Seite gleichgültig behandelt wirst, sowohl von den Pflegern als auch von den Ärzten, gleichzeitig das Elend anderer Leute siehst, ja, und du, wie gesagt, die Entzugserscheinung hast, ne? Und du sowieso nicht freiwillig dahin wolltest, weil, wie gesagt, du wolltest eigentlich weiter dein Broma nehmen, aber der Arzt hat gesagt, du musst auf die Entzugsklinik oder in die Entzugsklinik, und auch meine Psychologin hat gesagt, ja, ich will sie halt nicht weiter therapieren, wenn sie auf einem Benzo sind. Ja, komisch, wenn du auf einem Benzo bist, will dich keiner therapieren, aber wenn du auf 6 Neuroleptikern bist, dann geht es auf einmal. Ja, 6 Neuroleptika, noch ein paar Antidepressiva dazu, dann geht es auf einmal. Dann ist es kein Problem. Ja? Dann bist du aufnahmebereit, was die Therapie angeht. Aber sobald du nur ein bisschen vom Benzo nimmst, sage ich mal, ja, halt eben nachts fürs Schlafen, einmal am Tag, dann heißt es, ach nee, du bist nicht aufnahmefähig, weil du auf einem Benzo bist. Ja? Also,
Total krank. Dann weißt du natürlich nicht, mit wem du aufs Zimmer kommst. Da kannst du richtig, richtig, richtig Pech haben, dass du Leute hast, die überhaupt nicht in der Lage sind, auf andere Menschen einzugehen, weil du natürlich auch in der Entzugsklinik Leute hast, die unter Psychosen leiden. Dann kann es sein, dass du einen Heroin-Junkie aufs Zimmer bekommst. Der eine ist auf Koks, der andere ist ein Alki, der andere ist dies, der andere ist das. Ich muss aber dazu sagen, dass die Süchtigen, ehrlich gesagt, die wenigsten Probleme machen. Am meisten machen die Probleme diejenigen, die richtige Psychos sind. Und wenn du auf einer gemischten Station bist, wo nicht die Süchtigen getrennt werden von dem Psychos, von den richtigen Psychos, dann hast du ein Problem. Weil dann musst du dir den ganzen Mist geben und den ganzen Terror von diesen Leuten. Wir hatten da zum Beispiel eine auf der Station gehabt, die hat wirklich alles immer hingeschmissen, hat gegen die Tür geklopft, hat geschrien, als würde der Exorzist letztendlich antanzen aus dem Vatikan, hat sich nackt ausgezogen auf der Station, lief nackend über den Flur entlang und hat nur geschrien und hat gebissen, hat sich in die Hand gebissen, hat sich die Verbände abgemacht. Ich meine, okay, das junge Mädchen war natürlich, wie gesagt, geistig behindert, zusätzlich dazu natürlich auch körperlich behindert in dem Fall, ja. Aber wenn du sowas oder so jemanden als Nachbarin hast, ne, dann ist es natürlich schon heftig. Und vor allen Dingen die Gleichgültigkeit der Ärzte und der Pfleger. Ich hatte zweimal gesagt, ich brauche einen Arzt. Ja, ich habe ganz, ganz starke Nervenschmerzen vom Kopf bis zum Zeh. Ich konnte es fast nicht aushalten. Ich wollte den einen Tag unbedingt, wie gesagt, ja, den einen Tag wollte ich unbedingt, habe ich noch gar nicht gesagt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich sage euch auch gleich, warum. Den einen Tag wollte ich unbedingt nach Hause, weil ich gedacht habe, wenn jetzt der Arzt nicht kommt, was sollst du machen? Hier kümmert sich kein Schwein um dich, du wirst von oben herab behandelt. Ah, du bist ja hier der Süchtige, du bist ja irgendwie so, wie soll ich sagen, Abschaum, so nach dem Motto. Ja, und so wurde mit jedem im Prinzip umgegangen. Und gab es oder gibt es Rassismus auf der Station? Ja, den gibt es. Nicht besonders stark ausgeprägt, aber stark genug, dass ich zum Beispiel immer Küchendienst machen musste, ja, dass man meine Sachen nicht in den Kühlschrank gestellt hat und von, ich nenne ihn jetzt mal Peter, vom Peter die Sachen in den Kühlschrank gestellt hat, ja, und all solche Dinge, ja, die gibt es schon. Also es gibt auch Rassismus dort, beispielsweise auch, dass ein Türke, der heroinabhängig gewesen ist, nicht seine Medikamente bekommen hat und der deutsche Heroinabhängige, der hat sie bekommen. Und all solche Dinge, ja, also du siehst sehr, sehr viel Mist dort. Und das sind, wie gesagt, jetzt die Dinge, die jetzt nicht lustig sind, weil die lustigen Dinge will ich in ein anderes Video packen. Aber das sind so die Dinge, die wirklich nicht lustig sind, ja. Und das ist eine Erfahrung fürs Leben, aber die muss nicht jeder machen. Und ja, Leute, 4 Wochen deutlich zu wenig. Ich kann euch sagen, mir geht es noch nicht richtig extrem gut. Ich bin im Post-Acute Withdrawal Symptom. Was locker nochmal 2 Monate dauern kann, weil das ist das Problem, wenn jemand dich quasi rauskickt, wenn man das Medikament nicht ausschleicht, sondern raushaut mit Gewalt, funktioniert das nicht so, weil eben noch viel vom Benzo im Fettgewebe gespeichert ist. Und bis die Rezeptoren frei sind, bis meine GABA-Rezeptoren frei sind, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, mir geht es extrem mies. Angst, alles natürlich da, aber das Problem wurde nicht gelöst. Ich hatte einmal die Woche ein Gespräch gehabt bei der Psychologin und ich habe gedacht, ah, weil hier ja auch so beworben wird, wir machen Psychotherapie mit ihnen und wir werden uns um ihre Angsterkrankung und Panikstörung werden wir uns eben kümmern, wie gesagt. Ja, da habe ich gedacht, ich wäre da gut aufgehoben. Und dann hieß es im Abschlussgespräch, ja, es ging uns nur um den körperlichen Entzug. Wir können ja nicht alles auf einmal machen. Viele denken, die kommen hier hin und dann wird sich um die Angststörung gekümmert, der Entzug wird gemacht und dies und jenes. Habe ich gesagt, ja, so habe ich mir das vorgestellt, so wurde es ja auch beworben. Ja, ist nicht so. Ja, da denke ich mir so, toll. Und wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt genau am gleichen Punkt wie vor 4 Jahren auch. Du denkst, du bekommst irgendeine Psychotherapie, ja, und bekommst du nicht, musst mit der Angst klarkommen, kommst du aber am Anfang nicht, weil es neu für dich ist und du völlig überwältigt bist davon. Bist dann auf dem Benzo, dir geht's gut, dann nimmt man dir das einzige Medikament weg, was dir hilft. Dir geht's scheiße. Bist, wie gesagt, jetzt im eigentlichen Entzug. Nachdem das Medikament raus ist, fängt erstmal der eigentliche Entzug an. Und dieses Pause, Leute, ja, das kann minimiert werden in seiner Intensität und auch in seiner Länge. Aber nur dann, wenn du dir genügend Zeit lässt,
zum Ausschleichen. Normalerweise sagt man, wenn jemand ein Jahr es genommen hat, muss er einen Monat entziehen. Wenn er es 2 Jahre genommen hat, 2 Monate entziehen und so weiter und so fort. Das heißt, bei mir müssten es 4 Monate eigentlich sein. Und stattdessen hat man 4 Wochen draus gemacht. Und dementsprechend geht es mir natürlich auch, ja. Ja, wie gesagt, Angst ist da, Benommenheit ist da. Ich bin jetzt kurz dabei, mich, sage ich mal, zu, mich zu erholen. Also kurz, ja, wie soll ich sagen, ihr merkt schon, ich kann kaum richtig reden, weil, wie gesagt, alles ein bisschen bei mir noch jetzt umgestellt werden muss vom Körper. Also ich kann es keinem empfehlen, Leute, ja. Das ist diese Unmenschlichkeit. Du kannst mit den Ärzten nicht reden, wenn du den Ärzten sagst, es ist viel zu schwach für dich, das Klonazepam. Du bist was in eine ganz andere Geschichte gewöhnt. Ja, es stimmt nicht. Woher haben sie den Mist? Ja, daher, wo sie das auch haben. Dann wollte noch die Chefärztin, wollte mich auf Gabapentin setzen. Und da habe ich gesagt, ja, Gabapentin, ne? Sagt ja schon der Name. Ist auch wieder eine Substanz, die auf GABA wirkt. Dann kann ich gleich beim Benzo bleiben. Ja, Gabapentin macht nicht abhängig. Ich dachte so, nö, natürlich nicht. Gucken Sie mal nach Amerika. Ja, wie viele Gabapentin abhängig sind. Also du hast wirklich überhaupt nicht richtig... Es war auf der einen Seite eine verlorene Zeit. Total. Eine mega stressige Zeit. Mega unmenschlich. Die haben mich ja sogar die ersten 4 Wochen nicht von der Station gelassen, dass ich mal zum Kiosk gehen durfte oder so, weil sie gesagt haben, du kannst einen Krampfanfall bekommen. Und ich denke mir so, wo bekomme ich einen Krampfanfall, wenn ich meine Dosis, gesplittet natürlich, erst auf 4 Dosen am Tag, dann später nur noch 2, später nur noch 1 Dosis am Tag, wenn ich die regelmäßig bekomme. Im Gegenteil, ja, Wenn sie so weitermachen, dass die alle 2 Tage meine Dosis absetzen, dann erhöht sich natürlich die Wahrscheinlichkeit für einen Krampfanfall, weil letztendlich der Körper nicht mehr mithalten kann und sich nicht richtig gewöhnen kann. Ja, alle 2 Tage runter. Ich denke so, was ist das für eine Scheiße, habe ich mir nur gedacht. Alle 2 Tage runter. Das ist absolut die Hölle. Ja, du kannst fast nichts machen. Du hast natürlich Therapien und die Therapien, die lenken dich so ein bisschen ab, wie Malen zum Beispiel oder dass du mal so ein bisschen zum Sport gehst. Solche Therapien hast du dort natürlich auch, aber im Prinzip hilft dir das nicht, weil es keine Therapien sind, die letztlich die Ursache der Probleme bekämpfen. Ja? Und dann heißt es einfach nur, ja, sie müssen da durch, auch wenn sie denken, dass sie sterben durch eine Panikattacke, sie sterben nicht, auch wenn sie denken, dass sie einen Herzinfarkt bekommen, passiert nicht. Und was wurde dann auch gesagt? Ja, sie müssen das konfrontieren, so als hätten sie Angst vor einem Tiger. Ich denke mir so, ja, der Tiger ist aber lebendig. Und beim Tiger weiß ich ganz genau, okay, halte ich Abstand zu ihm, kann ich ihn mir anschauen. Ja, wenn er schläft, kann ich vielleicht ein bisschen näher dran gehen. Oder wenn ich Höhenangst habe, kann ich mich erstmal nur auf den Hocker stellen, später auf den Stuhl, dann auf eine Leiter. Aber wie soll ich diese Angst konfrontieren? Das ist ja eine Angst, die keine, wie soll ich sagen, in dem Moment, wo die Angstattacke, die Panikattacke kommt, keine Begründung unbedingt hat, ja, sondern das ist einfach nur Angst. Angst ohne Begründung, aber die ist echt. Ja, und von daher, das wird bestimmt noch locker einen Monat dauern, sage ich mal, bis ich mich da komplett von erholt habe. Und Leute, das braucht ihr nicht, ja. Sprecht mit eurem Arzt und sagt, ihr wollt entziehen, aber ihr entzieht nach eurem Tempo. Und sagt ihm auch, dass es wahrscheinlich 2, 3, 4 Monate, je nachdem, wie lange ihr konsumiert habt, dauern kann, wenn er euch unbedingt runter haben will von dem Medikament oder ihr müsst runter, weil sonst wieder irgendwelche Psychologen euch nicht behandeln wollen. Solche Sachen halt. Genauso wurde gesagt, ja, eine Panikattacke kann aber nur 20 bis 30 Minuten anhalten. Ja, warum hat sie bei mir 12 Stunden angehalten? Ja, sie hat bei Ihnen 12 Stunden angehalten, weil Sie entweder ein Benzo vorher genommen hatten, bevor Sie es mal kurz nicht hatten, oder weil Sie Alkohol getrunken haben. Und deswegen kann die Angst nicht auf 100% schießen, ja, sondern nur auf 95%. Und deswegen bleibt es konstant auf den 95%, anstatt es runtergeht von den 100 auf dann eben letztendlich 0 irgendwann. Ja, was soll man dazu sagen, ne? So ist das, so wirst du da wahrgenommen. Und dann sagen die Psychologen, ja, ich kenn's zwar nicht wirklich, aber ich kenn's aus dem Lehrbuch. Ja, was sollst du dazu noch sagen, Leute? Ja, also absoluter Horror. Und welche Gestalten du da hast und wer dir da alles auf den Nerv geht, oh mein Gott. Aber ich habe auch Kontakte letztendlich geknüpft. Ich habe auch 2, 3 nette Personen kennengelernt und mit denen stehe ich auch weiterhin in Kontakt. Und da müssen wir jetzt halt mal schauen, ja,
wie es weitergeht. Da freue ich mich auf jeden Fall darüber, dass ich diese Person kennengelernt habe und dass wir uns gegenseitig in dieser schweren Zeit dort auf der Station letztendlich unterstützt haben und das Beste draus gemacht haben. Aber wir sind alle jetzt felsenfest der Meinung, und ich bin ja zum allerersten Mal überhaupt stationär in einem Krankenhaus gewesen. Die beiden anderen Mädels waren halt schon ein paar Mal häufiger auf der Station gewesen für einen Entzug. Und die haben mir auch gesagt, also sowas haben sie noch nicht erlebt, ja, wie gerade dort auf unserer Station, ja. Und das war schon wirklich grenzwertig für uns alle gewesen, was wir da erlebt haben. Das ist, also die Erfahrung hätte ich nicht gebraucht, aber deswegen bin ich ja hier, um euch das mitzuteilen. Und die lustigen Sachen, die werde ich im zweiten Teil dann letztendlich euch mal so ein bisschen erklären. Alles klar. Ja, bis demnächst, Leute.